Ja, von einem ganz sympathischen Mann, den auch so nicht immer einfach an Zeit glatt gelegt wird, an den die negativ abgefallen ist, die relativ nur zum Volk wäre. Den eigentlich ziemlich positiv Bild hört, das ist ja eigentlich als ziemlich leif und quasi der Großpap dargestellt. Also das ist schon ein ziemlich wichtiger Personage für uns dazu. Ich habe schon empfunden, dass ein feiner Mann, ein einfacher Mann, der ich so. Also ich fand, dass der ganz sympathische Mann war und ich auch gesehen, dass er ganz viel sich engagiert hat für die Leute. Auch. Ich bin ein vor großer Mann und ein Scout-Chef. Ich bin im Camp, wo er war. Und dann reichte er mit seiner Gammel für Tieren zu kriegen. Und dann hat er sich selber gespult. Das war ein ganz sympathischer Mensch. Dafür, weil hier ja auch eben den finnischen Monarchen war, den noch bei der Gemeinde der Normandie dabei war. Und ich fand, dass er einen großen Verdenkstoff für das Land gelegt hat. Und Dirk verbindet ganz viel mit den Scouten. Ich glaube nicht mehr ganz enge Verbindungen eben zwischen dem Chefscout und seinen Scouten. Wir waren ganz offen, ganz herzlich, ganz leif, hilfsbereit und selber. Das hat immer sein Schach selber gedrungen. Eine ganz persönliche Erinnerung an den König als Scout. Wir waren dem großen Camp Jubica. Hier war ein Tag durch den Grand Duc Jean. Wir waren mit ihm Gies, wir sind mit ihm um dich. Und der Chance war, wie wir haben noch gespult. Und ich stand hin an der Reihe, so wie hier. Madeis, mit der Gamme lang, um zu spulen. Und wir gesagt, mein Monseigneur, wir können aber das für euch machen. Und ich gesagt, nee, lust mich, du heim darf ich nicht.